Hi Leute und willkommen zu einem neuen Resident Evil Lore Video. Heute schauen wir uns mal alle dieser bösen Firmen an, die im Hintergrund von Resident Evil spielen. Im Grunde die großen Antagonisten, die aber in der Regel meistens sehr mysteriös und enigmatisch agieren oder dargestellt werden. Und deswegen bescheinen wir die heute mal mit ein bisschen Lore-Licht. Zumindest dem teilweise nur sehr wenig, was es über die einzelnen bösen Organisationen gibt. Ich beschränke mich in diesem Video wirklich nur auf Organisationen, die selbst an der Produktion von Biowaffen beteiligt oder hauptsächlich verantwortlich waren. Einzelne Anwender von bioorganischen Waffen, wie beispielsweise die Terrororganisation Il Veltro, werden in diesem Video nicht vorkommen. Wirklich nur die Produzenten aus dem Hintergrund. Und die haben wir selbstverständlich als erste große Firma, die große böse Firma, wahrscheinlich würde ich vielleicht sagen, die größte böseste Firma der Videospielgeschichte, zumindest vielleicht eine der bekanntesten, die Umbrella Corporation. Der Pharmakonzern mit dem sympathischen Namen wurde bereits 1967 gegründet, damals noch Umbrella Pharmaceuticals, wurde dann später in den 1980ern zur Umbrella Corporation. Gegründet wurde das Unternehmen von Oswald E. Spencer, James Marcus und Edward Ashford. Reiche, exzentrische, verrückte, geniale Wissenschaftler. Was kann da schiefgehen? Diese Firma war für den Großteil der Biowaffen verantwortlich, die man in der gesamten Resident Evil Reihe sieht. Und abgesehen von wenigen Ausnahmen ist zumindest die Forschung und die Ergebnisse von Umbrella die Basis für das, was wir in den späteren Resident Evil Teilen sehen können. Die Umbrella Corporation waren diejenigen, die den Progenitor-Virus entdeckt und erforscht haben und daraus den T-Virus entwickelt haben. Der Virus, der hauptsächlich für die Ereignisse in den Arklay Mountains und Raccoon City verantwortlich ist. Und genau dieser genannte Vorfall, der Raccoon City Vorfall, wurde der Firma 2003 zum Verhängnis. Dort wurde Umbrella letztendlich für seine illegalen Experimente und seinen Massenmord zur Verantwortung gezogen, was dazu führte, dass die Firma innerhalb von wenigen Tagen komplett zerfallen ist. Bis dahin und auch schon davor war die Firma allerdings noch überaus fleißig, was Biowaffenproduktion angeht. Einige der ikonischsten Kreaturen der Resident Evil Reihe sind eben auf Umbrella zurückzuführen. Neben den gewöhnlichen Zombies selbstverständlich und seinen ganzen Variationen im Tierreich haben sie durch gezielte Gentechnik auch Hybriden wie beispielsweise den Hunter oder die Chimäre hergestellt. Und auch Weiterentwicklungen von Zombies wie beispielsweise der Crimson Head oder der Licker sind auf Umbrella zurückzuführen. Ihr Meisterwerk war mit Sicherheit das Tyrant-Programm, was für Umbrella definitiv den Höhepunkt der menschlichen Biowaffenforschung dargestellt hat. Allen voran vermutlich der Nemesis, der durch den NE-Alpha-Parasiten kontrolliert werden konnte und die Fähigkeiten seiner anderen T-103-Brüder bei weitem in den Schatten stellte. Doch die Umbrella Corporation hat auch einige andere wichtige Antagonisten hervorgebracht, wie beispielsweise Annette und William Birkin. Letzterer hat bei seiner Forschung mit dem T-Virus zufälligerweise den Chi-Virus entdeckt, womit er sich selbst infizierte und dadurch zum Chi wurde, einem legendären Endboss der Resident Evil Reihe. Und Albert Wesker, der ein enger Kollege von William Birkin bei Umbrella war, diente der Reihe über viele Teile hinweg als Hauptantagonist. Das eigentliche Ziel von Umbrella war es dabei immer, den perfekten Supermenschen zu erschaffen, der über alle anderen Menschen regieren sollte und die Menschheit in ein neues Zeitalter führt. Und auch wenn einige Leute bei Umbrella, wie beispielsweise Oswald E. Spencer oder auch Albert Wesker, glaubten, sie seien bereits dieser Supermensch oder zumindest auf dem Weg dahin, hat die Firma nichts als Tod und Leid gebracht und ist mittlerweile nicht mehr als ein dunkler Schandfleck in der Geschichte der Welt von Resident Evil. Doch neben Umbrella gab es noch andere Firmen, die am Biowaffenmarkt überaus interessiert sind. So zum Beispiel auch die ominöse Rival Company, die rivalisierende Firma, auch manchmal The Organization genannt, die Umbrella über Jahrzehnte hinweg ausspionierte und deren Forschungsdaten gestohlen, illegalerweise gekauft und weiterentwickelt hat.
Über diese Firma ist relativ wenig bekannt. Ihre Aktionen zeigen allerdings, dass sie über extrem fortschrittliche Technologie und extrem viel Ressourcen verfügen. Ada Wong hat bereits früh bei Umbrella für diese Rival Company spioniert. Und nachdem der totgeglaubte Albert Wesker Umbrella verlassen hat, ist auch er in enge Beziehungen mit der Rival Company getreten. So leitete er beispielsweise für die Rival Company den Angriff auf Rockford Island mit dem Ziel, den T-Veronica-Virus in seinen Besitz zu bringen. Nach dem Fall von Umbrella waren im Grunde sämtliche Daten und auch Proben der einzelnen Viren in der Hand der Rival Company und diese wurde mittlerweile mehr oder weniger komplett von Wesker kontrolliert. Wesker wurde so durch den Handel mit den verschiedensten Biowaffen extrem wohlhabend. Nach der Allianz Weskers mit Trizel und seiner Entwicklung des Ouroboros, gefolgt von seinem Tod, war von der mysteriösen Rival Company allerdings nichts mehr zu hören. Zu ihren bekanntesten Produkten gehört mit Sicherheit der Hunter 2, eine verbesserte Version des Hunter Alphas von Umbrella. Außerdem war die Rival Company möglicherweise in die Erstellung von Evelyn, oder besser gesagt den E-Type Biowaffen aus Resident Evil 7, mitverantwortlich. Dann haben wir dann noch die Los Illuminados. Hierbei handelt es sich zwar nicht wie bei den ersten beiden um einen großen Konzern, sondern um eine spanische Sekte, allerdings waren auch diese mit der Erstellung von Biowaffen beschäftigt. Sie haben nicht nur den ausgestorbenen Plugger wieder zurück ins Leben gebracht, sondern an diesem auch sehr viel rumexperimentiert und so viele beeindruckende Biowaffen hervorgebracht, wie beispielsweise die El Gigante oder die Regeneradore. Durch die Entführung der Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika wollte der Kult nicht nur an schnelles Geld kommen, sondern über die mit einem Plugger infizierte Präsidententochter das gesamte Weiße Haus infizieren, wodurch sie die Kontrolle über das ganze Land erhalten hätten. Diese Pläne wurden allerdings vereitelt. Und der Anführer Lord Saddler sowie die gesamten Los Illuminado wurden im Grunde ausgelöscht. Albert Wesker konnte allerdings im Auftrag der Rival Company besagten Plugger für sich sichern und diesen an bereits genannte Firma Trizel weiterverkaufen. Die Firma Trizel setzt sich aus drei Bereichen zusammen. Der eine kümmert sich um natürliche Ressourcen, allen voran fossile Brennstoffe. Der zweite Bereich beschäftigt sich hauptsächlich mit Logistik und dem Versand von Waren. Und der dritte Bereich eben mit Pharmazeutik. Und eben dieser Bereich war durchaus auch an bioorganischen Waffen interessiert. Sie kauften daher nicht nur einige Proben und Daten von Albert Wesker, sondern arbeiteten auch eng mit ihm zusammen. Dieser half ihm bei der Weiterentwicklung ihrer Plugger und ihrer anderen Biowaffen und währenddessen finanzierte Trizel Weskers Ouroboros-Forschung. Nach dem Fall von Wesker und den Berichten der involvierten BSAA-Agenten wurden mehrere Menschenrechtsorganisationen auf die Aktivitäten von Trizel aufmerksam. Allen voran eine Organisation namens TerraSafe, zu deren prominentesten Mitgliedern auch Claire Redfield gehörte, ging massiv gegen Trizel vor und bewirkten schließlich die Auflösung des kompletten Konzerns. In Resident Evil 6 treffen wir auf eine neue antagonistische Organisation namens The Family. Bei The Family handelt es sich um einen uralten Geheimkult, der vor langer Zeit von den Vorfahren von Sicherheitsberater Simmons ins Leben gerufen wurde. Diese Family ist sehr interessiert an Bioterrorismus und für die Erschaffung des C- oder C-Virus verantwortlich. Die Family hatte sich selbst zur Aufgabe gemacht, für Sicherheit und Gleichgewicht in der Welt zu sorgen. Und ihre Wurzeln in vor allem der US-amerikanischen Politik und Wirtschaft reichen tief. So waren sie zum Beispiel auch mit Umbrella verbandelt. Als der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten alle Daten über Umbrella und den Raccoon City-Vorfall offenlegt, will, unterbindet Simmons dies mit einer bioterroristischen Attacke, bei der der Präsident ums Leben kommt. Des Weiteren simuliert er Bioterrorismusanschläge auf der ganzen Welt, um ihre Machtposition noch weiter zu stärken. Simmons erntete dadurch allerdings immer mehr Missgunst innerhalb der Family. Diese distanzierte sich daher schon relativ früh von diesem und so hatte sein Tod keine großen Auswirkungen auf die geheime Organisation. Simmons wurde einfach durch einen neuen Anführer ersetzt und die Family lauert weiterhin im Hintergrund. Und niemand weiß, was sie als nächstes planen.
eng mit der Family verbunden ist Neo Umbrella. Die beiden könnte man im Grunde in einem nennen, denn Neo Umbrella ist im Grunde eine bioterroristische Organisation, die direkt aus The Family hervorgeht. Das Ganze ist ein bisschen verworren, deswegen hier einigermaßen kurz zusammengefasst. Simmons, der Anführer der Family, hat seine treue und geniale Wissenschaftlerin Carla Radames damit beauftragt, Neo Umbrella zu gründen. Carla Radames hat sich währenddessen schon selbst mit einem perfekten Strang des C-Virus infiziert, wodurch sie sich in ein Kokon verpuppte und aus diesem Kokon schlüpfte sie selbst in einer optisch perfekt an Ada Wong angelegten Variation, welche Simmons absolut hörig war. Und diese gab sich dann als Ada Wong aus und gründete eben Neo Umbrella. Also die Fake Ada Wong, die in Wirklichkeit eine mutierte Carla Radames war, hat unter der Aufsicht von Simmons und somit The Family Neo Umbrella gegründet, um Bioterrorismus zu verbreiten. Zusammen mit dem Tod von Simmons und Fake Ada Wong sowie der Zerstörung ihrer meisten Einrichtungen ist natürlich auch von Neo Umbrella nicht viel übrig geblieben. Und zum Schluss gibt es da noch The Connections, ein kriminelles Syndikat, das sehr tief in die Entwicklung von biologischen und chemischen Waffen verstrickt ist und weltweit in Waffen- und Drogenschmuggel verstrickt ist. Dieses Syndikat war es, das gemeinsam mit Albert Weskers Forschungsteam einen Gedankenkontrollpilz erschaffen hat, der später The Mold getauft wird. Darüber hinaus werden die E-Type-Biowaffen erschaffen. Im Genlabor erschaffene Menschen, die Fähigkeit haben, diesen Mold herzustellen und damit Infizierte durch Gedankenkontrolle zu steuern. Dies sollte eine neue Art der Waffe sein, die konventionelle Waffen im Grunde vollkommen unnötig macht. Die Kontrollierbarkeit der E-Type-Waffen war allerdings ein Problem und so lief beispielsweise eine der Biowaffen namens Evelyn amok und führte zu den Ereignissen aus Resident Evil 7. Auch wenn Evelyn sowie alle Infizierten neutralisiert werden konnten, dürfte The Connections relativ unberührt von dem Ereignis geblieben sein. Und so viel wir wissen, haben sie mindestens noch 3 andere E-Type-Biowaffen auf Lager. Also wer weiß, wie sich das noch entwickeln wird. Vielleicht erfahren wir es ja in Resident Evil 8. So, und das waren die großen, bösen Konzerne, Sekten und ja, die Biowaffenhersteller aus dem Resident Evil Universum, von denen wir wissen. Wie gesagt, auf dieser Liste sind keine terroristischen Organisationen, die lediglich Biowaffen kaufen und benutzen, sondern nur die, die sie tatsächlich hergestellt haben. Und das sind alle uns Bekannten, die großen Akteure, die großen Antagonisten der Welt von Resident Evil. Was ist eure Meinung zu den einzelnen Firmen? Welche gefällt euch besonders gut? Selbstverständlich hat Umbrella wahrscheinlich in unser aller Fan-Nerd-Herzen einen besonderen Platz, einfach aus nostalgischen Gründen. Und wahrscheinlich sind die wenigsten Fans von Neo Umbrella, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass die wenigsten Fans von Resident Evil 6 sind. Aber Geschmäcker sind verschieden und so hat auch dieses Spiel einige Fans gefunden. Und warum auch nicht? Es ist zwar nun wirklich nicht mein Geschmack von Videospielen und ich finde, es passt auch wirklich gar nicht zur Resident Evil Reihe. Allerdings kann ich durchaus verstehen, dass man auch mit diesem Spiel sehr viel Spaß haben kann. So, wie gesagt, eure Meinung zu den einzelnen Organisationen und eure Lieblingsorganisation könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Liken und abonnieren nicht vergessen. Macht's gut. Ciao.